1939. Mit dem Beginn des Zweiten Weltkrieges plant das für die Organisation des Völkermordes federführende Reichssicherheitshauptamt, alle als Zigeuner erfassten Menschen zu deportieren. Zur Vorbereitung von Deportationen verfügt es allen Betroffenen, Zitat, die Auflage zu erteilen, ihren Wohnsitz oder ihren jetzigen Aufenthalt bis auf Weiteres nicht zu verlassen. Zitat Ende. 1940. Auf Befehl Himmlers beginnen die Deportationen ganzer Familien aus Deutschland in das besetzte Polen. Zitat. Der erste Transport von Zigeunern nach dem Generalgouvernement wird Mitte Mai in Stärke von 2500 Personen in Marsch gesetzt werden. Zitat Ende. Damit begannen die Deportationen von Roma und Sinti am 16. Mai 1940, noch bevor Juden deportiert wurden. In Lagern, später auch in Ghettos, müssen sie unter grausamen Bedingungen Zwangsarbeit leisten. Vielerorts unterliegen Sinti und Roma einer Kennzeichnung durch Sonderausweise oder Armbänden mit dem Aufschrift Z. 1941. In den besetzten Sowjetunion und in anderen besetzten Gebieten Ost- und Südeuropas beginnen systematische Massenerschießungen von Roma. So meldet eine Einsatzgruppe der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes der SS von der Krim, Zigeunerfrage bereinigt, Zitat. Aus dem österreichischen Burgenland werden etwa 5000 Roma und Sinti in das Ghetto Litzmannstadt, Łódź, im besetzten Polen deportiert. Über 600 von ihnen sterben dort. Die Überlebenden werden im Januar 1942 im Vernichtungslager Kulmhof, Czernsmo, im Vergasungswagen ermordet. 1942. Nach einer Besprechung mit Reichspropagandaminister Josef Goebbels über die Auslieferung von Justizgefangenen an die SS protokolliert Reichsjustizminister Otto Georg Thierack, dass, Zitat, Juden und Zigeuner schlechthin vernichtet werden sollen. Der Gedanke der Vernichtung durch Arbeit sei der beste. Zitat Ende. 1943. Auf der Grundlage eines Erlasses von Heinrich Himmler vom 16. Dezember 1942 beginnen ab Februar die Deportationen von rund 23.000 Sinti und Roma aus fast ganz Europa. Ziel der Transporte ist ein von der SS als Zigeunerlager bezeichneter Abschnitt von Auschwitz-Birkenau. Innerhalb weniger Monate sterben die meisten von ihnen an Hunger, Seuchen oder durch Gewalttaten der SS. Den Experimenten des dortigen SS-Lagerarztes Josef Mengele fallen zahlreiche Kinder zum Opfer, im Speziellen auch unter seiner Zwillingsforschung. 1944. Am 16. Mai, 4 Jahre nach den ersten Deportationen aus Hamburg, leisten viele der im Zigeunerlager in Auschwitz noch lebenden 6.000 Gefangenen Widerstand gegen ihre drohende Ermordung. Etwa die Hälfte von ihnen wird zur Zwangsarbeit in andere Konzentrationslager deportiert. Die letzten 2.897 Überlebenden, meist Kinder, Frauen und Alte, werden in der Nacht vom 2. auf den 3. August 1944 in den Gaskammern ermordet, um Platz für neue Deportationszüge zu schaffen. 1945. Die Anzahl der als Zigeuner verfolgten Menschen, die im nationalsozialistischen Herrschaftsbereich dem Völkermord zum Opfer fielen, wird sich wohl nie genau bestimmen lassen. Schätzungen reichen von bis zu 500.000 ermordeten Männern, Frauen und Kindern. Eine Anmerkung des Bildungsvereins nach Gesprächen mit dem United States Holocaust Museum wird geschätzt, dass 1,5 bis 3 Millionen Roma und Sinti nicht nur in Konzentrationslagern, sondern wo sie gefunden wurden oder in Wäldern oder an sonstigen Orten einfach vernichtet, ermordet wurden.